Diese gigantische Bedrock-Wand wird uns heute die gesamte Zeit verfolgen. Nicht nur können wir super schnell in ihr ersticken, sie könnte uns auch sehr schnell den Weg abschneiden. Aber das wird uns ja auf keinen Fall passieren. Bleibt auf jeden Fall dran. Vergesst auf jeden Fall nicht, einen Like dazulassen. Vergesst auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Es geht super schnell. Und vertraut mir, es wird heute sehr spannend. Viel Spaß mit diesem Video. Drei, zwei, eins. Es geht weiter. Stegi, hast du ein Looting-3-Schwert und einen OP-Gott-Apfel für mich? Nee, habe ich gerade leider nicht für dich. Aber ich habe eine Bedrock-Wand, die dir sehr nahe kommt. Ja, sehr, sehr nah. Sehr aufdringlich, muss ich auch schon sagen. Und ich würde sehr gerne mit dir einen kleinen Ausflug auf den Ozean machen, um mal wieder ein bisschen Eisen, Gold, Emeralds und meinetwegen auch gerne Dias zu holen. Auf dem Wasser fühle ich mich irgendwie ein bisschen wohler. Ja, das verstehe ich. Dann würde ich gleich ein Boot machen. Mach das gerne. Noch ein abschließendes Statement zu unserem letzten Run. Der war krass. Also ey, vor allem fühlt es sich jetzt ein bisschen schlecht an, dass wir das so ein bisschen weggeworfen haben, weil wir uns nicht genug Gedanken davor gemacht haben drüber. Weil wir ja wirklich sehr viel Glück hatten einfach. Looting 3 ist halt, das wird uns wahrscheinlich Minecraft nicht mehr gönnen. Ja, aber trotzdem müssen wir müssen aber jetzt auch sagen, wir können schon trotzdem stolz auf unsere Performance bis dahin sein. Also das haben wir schon gut gemacht. Das sowieso. Aber Nether wird halt sehr, sehr knifflig, weißt du? Rein theoretisch eine Sache, die wir herausgefunden haben, es dauert eigentlich 5 Sekunden, wenn man im Portal drinsteht, bis man teleportiert wird in die Overworld. Rein theoretisch könnte man das hinbekommen, zumindest für den Rückweg. Ja. Aber ob wir uns das trauen, ist jetzt nicht so. Das ist schon sehr riskant, oder nicht? Ich würde sagen, das ist super riskant. Wir werden jetzt erstmal wieder gucken, dass wir, das ist mal wieder meine Aufgabe, wir werden mal so schnell wie möglich hier looten, Eisen ranholen, uns equippen, damit wir schnell auf jeden Fall wieder mit stabilen Stuff rumrennen können. Ich glaube, ich brauche beim nächsten Try ein bisschen mehr Eisen, glaube ich. Ja, kriegst du. Oh oh. Oh oh. Hey, alles gut. Haben wir was bekommen? Natürlich, es gab eine Lieferung. Ein bisschen Fische, Eisen ist mittlerweile auch ganz stabil. Ich schmatze dir mal hinten ein bisschen das Ohr voll. Salmone Cotto. Da hinten ist Wüste. Ich will nämlich Tempel mit dir spielen. Bro, als ob wir in eine Pyramide gehen werden. Wir haben 7 Sekunden Zeit. Und wie lange braucht der durchschnittliche Looter, um eine Pyramide zu looten? Sag ja, du. Looten ist ja das eine Ding, aber dann wieder hochzukommen wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ja. Oh, guck mal, was da ist. Eine Festung. Oh mein Gott. Und da hinten echt Tempel. Ich ist alles. Guck. Guck mal, der Baum. Das ist nur noch ein Dorf. Der Baum hat hier richtig gelitten. Ich gehe zuerst. Oh, der Arme. Ich gehe zuerst Dorf, oder? Ach, auf einmal ist Dings nicht mehr so interessant. Nö. Soll ich jetzt? Ich mach das jetzt einfach. Du denkst daran, dass du die Kisten ja auch nicht kaputt machen darfst und jetzt nicht zu weit reingehen darfst. Ja. Steh nicht so schnell klicken, bitte. Ich habe OP-Gold-Apfel schon mal. Nein, wirklich? Na klar. Und bitte aufpassen, jetzt nichts. Zu wildes machen und mir nicht den Weg bitte abschneiden gerade. Ja. Wichtig. Ja, alles gut. Stegi ist der Beste. Und hat sogar einen OP-Gap. Guck mal, wo ich rausgekommen bin. Hallo, guck mal, bis hierhin habe ich mich gebuddelt. Einfach unterirdisch, weißt du, ich habe 3 Herzen. Ich esse schon was. Oh Gott. Ich geb dir. Nein, nein, du kannst behalten. Ach so. Dann nimm mal. Was? Guck mal. Alles. Okay, oh, du wärst fast drin gewesen, oder wärst tot gewesen? Das wäre eng geworden. Oha. Na, easy. Oha. Pyramide, gar kein Problem. Alter, der nächste OP-Gott-Apfel. Jetzt fehlt nur noch Looting 3. Oh, Pillage Outpost, da könnten wir auch nochmal gerne hin. Meinst du, die Pillager freuen sich, dass wir mal zu Besuch waren? Ich glaube, die nervt ihn ein bisschen, leider. Ja, der Outpost sieht ganz gut mitgenommen aus. Looting 2 Schwert. Nein! Ja. Nee, Junge. Wir haben ihn wieder. Das ist so krass. OP-Gott-Apfel und Looting. Jetzt zwar nicht auf 3, aber Looting 2 ist wieder am Start. Looting 2 aber auch verdammt stark. Ja, definitiv. Richtig gut. Und diesmal wissen wir damit besser umzugehen und spielen das ganz entspannt runter. Bro, hier sind 4 Goldblöcke. Halbe Bastion. Drei. Aber muss auch aufpassen, weil du gleich eingebaut bist. Ja, ich glaube, wir spielen mal nur. Ich nehme mal nur die 3 mit, ja. Dorf 2. Ich hätte. Die Frage: Wollen wir vorsichtig spielen? Ich hätte Ich könnte Fletcher schon mal machen. Mach mal ein Fletchentable. Ich habe 11 Emeralds. Ich kann direkt halt, wenn ich den richtigen Trade bekomme, kaufen. Ich sehe auch noch echt saftig leckere Weizenblöcke, ne?
Pfeile sind gekauft. Hat alles geklappt. Ich kann mitnehmen. Boah, das ging richtig schnell mit dem Villager. Der hat direkt gegönnt. Stegi? Oh, ganz vergessen, dass du da entlang gelaufen bist. Ja, aber hat geklappt. Geil, dankeschön. Gerne. Wollen wir vielleicht abbauen? Ja, wäre wohl besser. Gut, also Equipment sieht gut aus. Wir haben jetzt unsere Pfeile, wir haben Bogen und vor allem nochmal ein bisschen mehr Essen geholt. Und jetzt wird es darum gehen, irgendwie wieder in den Nether zu kommen und zu hoffen, dass wir wieder so einen stabilen Spawn haben wie beim letzten Mal. Also ernsthaft, eine Festung direkt in der Nähe. Wir haben wieder nur einen Pegodapfel. Ich habe auch ein Looting 2 Schwert. Blaze Rod sollten wir eigentlich relativ schnell bekommen. Diesmal eben auch mit Bogen. Ihr kennt die Offhand-Bogentaktik. Fühlst du dich gerade wohl, so wie ich fahre? Von mir passt das, ja. Ist ein bisschen beklemmt hier, vor allem jetzt hier die Stelle. Lass uns vielleicht mal aussteigen. Fahr. Oh nee, wo fahren wir denn hier lang? Ey, wir müssen hier weg, Stegi. Ja, wir laufen jetzt einfach komplett in eine andere Richtung. Das Lava sehen? Oh, it's time for the Joker. Joker Nummer 1. Boom. Und jetzt Portal. Ich mach. Du machst? Wir beide machen. Mach du, ich hab meins komplett verkackt. VTF? Ja, mach. Man ist auf einmal... Man ist auf einmal voll nervös! Wir können! Mhm. Gott, hast du gemerkt, wie nervös? Ja! Rein, komm! Schnell! Wir haben nicht mehr viel Zeit, nicht mehr viel Zeit. Komm, bitte in eine Festung, Festung! Minus 172, minus 30. Oh. Ey, wir müssen jetzt uns ganz komisch hier wegbauen. Wollen wir uns nebeneinander... Oh, komm mal mit, Passi! Ja, komm mal. Oh, gut gesehen. Hat er richtigen Riecher. Schön weit weglaufen. Kumpel? Ja? Oh! Ich wollte extra anders laufen. Ich wollte extra so laufen, dass ich dir nicht in die Quere komme. Okay, also jetzt, wo wir hier laufen, lass uns hier erstmal einfach durchatmen, okay? Hier ist es nicht so gut. Ich glaube, das wissen wir beide, oder? Ja. Ich würde trotzdem mal sagen, wir gucken hier so alle Dinger durch, hier so alle Kanten und so. Mhm. Vielleicht gibt es doch was Okayes so weiter weg. Festung! Oh mein Gott! Unten ist noch ein Enderman. Wollen wir bei ihm vorbeigucken noch? Ja, ne? Ja. Oh Gott, Stegi, du willst dich rüberbauen? Ja. Du musst doch gleich helfen wahrscheinlich, ne? Für Holz Action. Digga, das ist nicht dein Ernst. Ich brauche ja andere, wenn du andere Blöcke hast, wer das ist nicht dein Ernst! Digi, hoch! Oh Gott, ich muss nicht, dass es hier hochgeht, Basti! Also, wir müssen hoch! Oh, ich lebe! Ich hoch! Ich hab keine Blöcke mehr! Doch, hab doch. Kommst du hoch? Kriegst du es hin? Das weiß ich noch nicht. Ich mach TNT für dich. Ich mach für dich offen. Ist das? Hilft es? Nein, noch nicht. Ich bin oben. Okay. Wie weit oben bist du? Ich bin hinter dir. Bro. Alter, Alter. Ich seh dich da auf einmal mit Holz auf einem Lavasee langbauen. Mitten in eine Wand. Was denn so? Die Wand war für mich sehr. Kam für mich sehr spontan. Leider. Ich hab keine Blöcke gleich mehr. Ja, ey, das war echt gefährlich. Och, meinst du? Was denkst du, wie wollen wir das machen dann? Ich habe zwei Enderperlen. Ich würde jetzt einfach dort reingehen und einfach dicht an dicht hintereinander langlaufen in den Gängen und einfach vereinzelt schnell Blazes töten. Oder hier die wir jetzt hier sehen außen. Oh ja, das sind schon mal die ersten. Ja. Die wir nehmen können, auf jeden Fall. Ich glaube einfach jetzt wenig laufen und viel schießen, denke ich, oder? Ja, hast recht. Da unten liegen wir. Nee, aber glaubst du, wenn du runtergehst, dann geh runter. Doch, du kannst runtergehen, beeil dich einfach. Ich versuche hier Zeit zu. Drei Stück habe ich. Ich habe meine Schaufel weggeworfen. Ich habe keine Schaufel mehr. Ich brauche eine Schaufel. Ich kann dir craften. Also jetzt schon, also einfach später oder kommst du. Ja, ich komme jetzt raus. Oh mein Gott, das war sehr knapp. Ich kann nicht mehr craften, habe keine Stacks. Ich komme nicht mehr in die Festung rein. Doch. Ah doch, ich komme in den rechten rein. Ich komme in diesen rechten oben eingebauten Dings. Nochmal eine Blaze gekillt im Gang bei mir. Ich bin jetzt in der Festung drin. Ich habe 4 Rods. Das Problem ist, dass wir uns jetzt halt gegenseitig killen können. Ohne dass wir es mitbekommen. Gerade. Genau in dieser Sekunde sind wir übereinander. Wo bist du? Du bist unter mir oder über mir? Unter dir. Genau unter dir. Ich komm zu dir rein. Viele. Oh, das sind super viele. Ich glaube, da könnten jetzt schon genug liegen. Ja.
Ich habe 6 Stück. Eine, wenn du eine noch bekommen kannst, wäre krass. Ich gehe da wieder weg. Aber ich könnte noch eine, ich könnte hier noch eine holen. Eine freilaufende. Ja, nimm du eine freilaufende. Ah, da hinten ist sogar noch ein Spawner. Wir hätten jetzt sogar noch einen Spawner. Ey, krass. Ich hatte 7 Rods. Das ist stark. Ich habe 7 Rods, ich habe 7 Rods. Ich gehe jetzt gerade in Richtung Süden zurück. Ich, egal, was passiert, ich bin draußen. Egal, ich bin schon draußen. Egal, also soll ich jetzt einfach regretless gucken, dass ich einfach rauskomme? Ja, also raus aus der Festung, ja. Ah, ich sehe deine Wand, ja. Ich sehe deine Wand. Wir sind sehr nah beieinander, würde ich sagen. Hab nochmal 2 Enderperlen bekommen. Ich sehe deine Wand. Oh mein Gott, ich sehe dich. Ja. Bro, es ist alles voll hier mit Bedrock. Ja, ja, aber das geht trotzdem, glaube ich. Komm mit. Wir können uns jetzt einfach an dieser Wand hier orientieren, da weißt du? Mhm. Das hier, da vorne, ist ja unsere Wand, wie wir hergekommen sind. Wenn wir jetzt links von ihr bleiben, egal was wir machen, schaffen wir es auf jeden Fall zum Portal zu kommen. Ey, mit Stegi möchte ich mal in ein Labyrinth gehen. Da würde ich mich ja so sicher fühlen. Runter, direkt runter. Rein. Bin drin. Lass uns ins Labyrinth gehen. Guck mal, hat hier die Dings angefangen? Ja, komm mit, Basti, komm mit! Oh mein Gott! Mach Dings, Joker gleich, oder? Okay, soll ich direkt jokern? Ich denk schon, oder? Ja, hab. Okay, hab. Stell rein. Oh mein... Stegi, wir... Alter, und ja. Das Schild dort auch weg. Dann auch da schnell weg. Ja, sofort weg. Wir müssen jetzt in eine Richtung, wir können hier nur noch in eine Richtung raus. Und zwar... hier lang, da, ja, genau, in Richtung Süden. Richtung Süden. Einfach, ne? Ja. Alter! Stegi, wir haben den Nether. Geschafft. Also, wir sind noch nicht fertig mit den Enderperlen, aber wir haben 7 Blaze Rods und 4 Enderperlen. Und wir könnten rein theoretisch jetzt den Stronghold suchen. Das ist so geil, ey. Oh mein Gott, Bro, das war insane gut gemacht von uns. Also, Stegi, dann ist der nächste Plan, vereinzelte Endermen treffen und mit Looting töten, I guess. Haben wir uns einmal im Kreis... Also, wir sind schon ordentlich im Kreis, ja, aber nicht halt komplett, würde ich sagen. Sicher, ja? Ja, ich bin mir sehr sicher. Wir könnten kurz den mal mitnehmen, aber ich glaube, wir haben jetzt gerade andere Probleme, ne? Ich glaube, wir haben gerade andere Probleme. Achtung. Du merkst es ja, wenn du etwas ganz zubaust eigentlich, weißt du? Eigentlich schon. Steh, komm mal jetzt hier raus, Wir gehen jetzt ja, in Richtung Westen. Raus. Ich würde jetzt noch Westen probieren. Ich glaube, Westen ist noch... Gott. Stegi, nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Ey, zur Not über Nether, ne? Im Notfall über den Nether. Auf jeden Fall. Wir dürfen das Portal nicht abschneiden. Das machen wir jetzt aber kaputt. Wir machen das jetzt kaputt. Ich glaube, das ist direkt an der Wand. Nein, ist es nicht, ist es nicht. Nee, ist es nicht. Hier lang, okay. Hier laufen wir rein, oder? Guck mal hier. Wollen wir das probieren? Hier der Wand entlang laufen? Das ist doch safe, Sackgasse. Aber ja, wir können probieren. Bro, Alter, wie wir hier laufen. Im Notfall, also auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall noch im Notfall einen Joker. Und Diamanten und Obsidian kriegen wir im Nether irgendwie. Oh, fühlt sich das nicht gut an, hier lang zu gehen, das ne? Fühlt sich leider gar nicht gut an. Oh Gott, guck dir das mal an. Nee, oder? Das ist Quatsch. Nee, da kommen wir nicht durch. Okay, irgendwie habe ich ein gutes Gefühl hierbei. Weil das ist wieder dieses Spiel. Da ist ein Block frei, siehst du? Oh mein Gott! Bro, dieser einzelne Streifen rettet uns so krass den Po. Ey, wobei ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht noch irgendwo anders vielleicht trotzdem noch mal was gegeben hätte. Ich glaube, es hätte auf jeden Fall noch woanders auch irgendwie einen Ausweg gegeben. Auf jeden Fall aber auch Portal als Plan C. Ja, ja. Alright. Okay, bereit? Ja, und... Oh mein Gott! Gott! Bro, es ist zu. Guck mal, jetzt hier links will ich nicht gehen, ne? Weil links einfach angsteinflößend ist, oder? Wir gehen schön hier so schön weit im Norden jetzt darüber. Weg ja. Von bestehenden. Oder wir werfen schon fast bald ein Auge, um einfach mal auch zu Wir können auch gerne mal ein Auge werfen, um gleichzeitig. Also, soll ich machen? Ja, geh ein bisschen weiter vor dann, aber. Also ein bisschen weiter links von mir und ein bisschen weiter vor. Dann kommt nicht noch meine Wand bei dir in die Quere. Alright, das ist ja eigentlich. Also ist echt traumhaft. Das ist richtig gut. Oh, oh. Ich beunruhige jetzt schon wieder die Wand links von uns. Ich denke, können wir bitte hier weg? Ich will hier nicht mehr sein. Ja. Oh, nee. Ist es Egger? Egger? Ich glaube, das war's, oder? Right. Außenrum. Weißt du, was wir jetzt machen müssen? Was denn? Wir müssen jetzt bis zum Spawn und dort beim Anfang der Wand so hinten dran vorbei. Es ist aber auf jeden Fall possible. Wir haben uns jetzt halt einfach super verwinkelt und das ist mittlerweile... Wir sind hier in einem kleinen Kabelsalat. Also mir ist jetzt einfach nur wichtig, dass wir hier lebendig rauskommen. Und dann einfach, wenn wir einmal raus sind, einfach in eine Richtung weit abhauen. Genau das ist es. Im schlimmsten Fall können wir ja einen anderen Stronghold suchen, ne? Ja, ja, eben. Also zur Erklärung für jetzt auch mal die Zuschauer. Wir haben jetzt gar nicht, während wir getravelt sind, es gemerkt, wir sind mitten in einem Strudel. Es müsste aber rein theoretisch einen Ausgang irgendwo geben. Und den suchen wir gerade. Oh Gott. Weil wir sind halt mehrmals hier schon Runden gefahren. Und wir sind jetzt mitten im Herzen davon. Aber das sieht doch schon mal nach guter Fläche aus. Alter, ich glaube, wir sind raus, oder? Wir gucken uns nochmal die Stelle hier an. Nein, wir gucken uns keine Stellen an. Wir fahren einfach jetzt rechts davon weg. Ich würde sagen, du kannst gleich nochmal werfen.
Okay, bitte. Wo ist es? Oh Gott, das ist gefährlich. Weiter links, viel weiter links ist das. Du kannst trotzdem machen, ich hab... Ja, vertrau mir. Gut, also wir gehen und suchen, würde ich sagen, anderen Stronghold oder fahren wir jetzt da rechts außen lang? Ja, wir fahren rechts außen lang. Okay, rechts. Wie gesagt, wir wissen ja theoretisch, dass es außerhalb unseres Strudelrings war. Ja. Deswegen sollte es eigentlich nicht schlimm sein, wenn wir jetzt halt einfach da entlang fahren. Aber wir fahren, was ja auf jeden Fall. Nein, ich würde jetzt einfach straight in Richtung Süden fahren. Jetzt einfach wirklich ein bisschen Abstand zu diesem Strudel. Ja, eben meine ich ja auch, genau. Stegi, du weißt ja auch, dass wir noch den Drachen töten wollen, ne? Ja. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie wir das im End machen? Nö. Nö. Wir werden halt immer jetzt so näher kommen langsam, ne? Das ist echt die Frage. Ja, also ich würde jetzt einfach langsam hier langlaufen so ein bisschen und jetzt einfach hoffen, dass es bald Nacht ist und dann einfach Enderman killen. Und mit Glück müssen wir halt 2 oder 3 Stück nur töten. Links Enderman. Brauchst du Hilfe? Alles gut. Mein Gott. Eine. Ich habe ein bisschen zu viel Durability verbraucht. Phantome. Digga, die werden uns ja nie erreichen. Tja, die sind einfach getrippt. Die Arme. Mann, mach mal, was ist ein Enderman kommt. Ja, es ist halt Tag. Aber wir haben eine Enderperle dazu bekommen. Wir haben jetzt 6. Also, wir brauchen weitere Enderperlen. Das heißt, wir halten weiterhin Ausschau nach Enderman. Was aber eine sehr gute Idee wäre. Wir wollen ja auf jeden Fall noch stärkere Bögen haben, dass wir so schnell wie möglich den Drachen im End auch getötet bekommen. Was wir alternativ auch zu einem Fletcher machen könnten, der uns ja auch später vielleicht Powerbögen mit Glück geben könnte. Wir könnten auch auf einen Enchanter gehen. Und mit einem Enchanter, Power 2, Power 3, nicht so schwierig, könnte man auch auf jeden Fall probieren. Während wir jetzt halt weiterhin auf dem Ozean unterwegs sind, Diamanten. Vielleicht aus Shipwrecks nochmal mitnehmen, den Schatz looten und einfach hoffen, dass wir unseren Stuff noch besser upgraden können. Oh, guck mal, der unten ist. Kriegst du ihn in einem Boot? Ich habe gerade keins. Ja. Und wir müssen echt aufpassen. Ganz vergessen, dass die Wand da ist gerade. Ja, let's go. Aufpassen aber, aufpassen. Oh Gott, haben wir? Ja, wir haben sie. 2 weitere Enderperlen. Unten, das heißt, unten. Oh. Oh Gott, alles. Geklärt. Ja, eine weitere. Die Enderperlen gehen nach oben. Hast du ein Boot wieder? Ja. Sehr gut. Perfekt, Stegi. Genau so müssen wir das machen. Gott. Oh. Da traue ich mich nicht nochmal rein. Aber da sieht man mal, wie schnell das geht. Also wirklich, wenn wir 1 oder 2 Sekunden nicht aufpassen, können wir halt einfach tot sein. Das ist aber gut gegangen. Okay, jetzt ist aber Tag, jetzt können wir wieder eher dann Richtung Dorf uns Gedanken machen. Und wir sollten vielleicht gleich nochmal ein Auge werfen. Haben wir noch eine... Oh, da hinten kommt ein Dorf, ne? Da hinten kommt ein Dorf. Also ich würde dann einfach nur mit dem Fletching Table und einfach nur Pfeile. Mehr würde ich dann nicht machen. Ich würde dann wirklich auf Enchanter eher gehen, wenn du halt 4 Obsidian hast. Ja, ich hab 4. Und hab Fletching, hab hingeworfen. Steig ein, steig ein. Oh Gott. Ja. Da. Super. Soll ich Bögen auch noch? Na, nee, ich glaube, Bögen machen wir mit Strings einfach so, oder? Gut, dann haue ich erstmal wieder ab. Dann haben wir erstmal wieder ein paar Pfeile. Und dann geht's jetzt erstmal weiter. Mission. Enchanter. Ich gehe wieder zurück ans Ufer, wo du mich rausgelassen hast. Okay. Hier ist wieder ein Dorf mit einer Schmiede. Da würde ich gerne rein. Oh mein Gott, ich habe 2 Stück wieder bekommen. Habe sie eingesammelt. 11 Stück. Wir haben 11 insgesamt. Oh, das ist geil, das ist geil. Diamond. Wir haben ihn. Enchanter. Yes, wir haben 14. Also, Enderperlen fertig. Jetzt geht es darum, dass wir stabile Bögen haben. Okay, ich habe jetzt 2. Bow, habe Enchanter. Du hast keinen Lapis. Okay, dann würde ich jetzt erstmal für mich enchanten, ja? Ja, ja, auf jeden Fall. Na, mal gucken, ob das so gut geht. Das kriegst du hin. Ja, hab's geschafft. Also, solange du halt nicht darüber läufst, ist ja alles easy. Und ich probiere jetzt den Power 2. Habe ich. Ja, das kriegen wir hin. Dann bau du auch ab. Jetzt schon. Ja, mach einfach schnell. Ich lass ihn stehen. Scheiß drauf. Oder hast du ihn? Du bist auch verzaubert. Du kannst noch, ne? Oh Gott. Alter! Oh Gott, oh Gott. Wahrscheinlich hätte ich das noch gekonnt. Hier hast du jedenfalls eine Hose. Dankeschön. Naja, dann haben wir jetzt zumindest 2 Power 2 Bögen, machen dem Drachen auf jeden Fall ein bisschen mehr Damage. Ich kann dir nochmal einen Stack Pfeile geben. Dann hast du, glaube ich, 2,5 Stacks, ne? Weil was machen wir genau, wenn wir im End sind und auf einer Plattform stehen? Was willst du da sagen? Wir brauchen auf jeden Fall dann genug Blöcke noch. Genug Blöcke. Generell können wir uns gerne mal darauf erstmal einigen, dass wir beide mal einfach unser Inf ein bisschen sortieren und dass wir einfach mal eine Menge Blöcke haben. Jeder mal ordentlich Holz, ordentlich Dirt, dass wir einfach erstmal prepared sind und auf jeden Fall auch jeder 3-4 Eisen Spitzhacken hat. Passt das oder weiter links oder weiter rechts? Nee, passt. Du fährst gerade drauf zu. Es ist so diese Spitze von der Sandbucht, da wo das Zocker ist. Lass ich hier raus. Oh Gott, ich sehe aber auf der Map auch diese Bedrock-Wand, die sich jetzt immer weiter uns verfolgt. Echt? Ja, ja. Also, das ist ja unfassbar. Wenn wir noch einen Dia hätten, dann können wir uns ein Dings machen.
Oh, es geht in diese Richtung. Ich würde halt bei 7,5 oder so nochmal werfen. Oder du würdest sehr häufig werfen, damit wir auf jeden Fall... Ja, genau. Also, dass man auch ja nicht drüber läuft eigentlich. Und deswegen habe ich ja eh schon gedacht, es ist halt schwierig, drüber laufen. Also, noch sind wir ja bei 13 Augen. Solange wir bei 13 sind, spiele ich gerne so. Aber wenn das jetzt kaputt geht, das nächste, dann bin ich ein bisschen... Naja, dann wird es halt ein bisschen unangenehmer. Weil wir dürfen jetzt auf gar keinen Fall unter 12 Ende-Augen gehen. Weil wenn wir dann ein Zero-Eye haben, wird es das wahrscheinlich gewesen sein. Also, soll ich nochmal werfen? Ja. Okay. Jetzt wird's halt scheiße. Das wird jetzt richtig interessant. Oh okay. Gott. Okay. Stiggy, wir müssen da jetzt einfach durch. Wir werden das herausfinden. Ja, ich denke auch. Ja, aber das bedeutet, dass es nicht so weit in die Richtung gehen kann, glaube ich. Eigentlich nicht. Ja, hier ist auch eh, jetzt hier ist Ozean. Wir müssen jetzt hier werfen. Ich werfe nochmal. Und es geht jetzt auch. Wir sind komplett drüber. Nein, sind wir nicht. Nein, sind wir nicht. Laufen wir jetzt hier so rechts am Rand, aber ich... Nein. Wir könnten aber... Es könnte immer noch genauso gut hier unten sein. Also, wir müssen nicht drüber gelaufen sein. Willst also, wenn ich jetzt nochmal werfe, dann wissen wir ja ganz genau. Ja. Dann wird der Chunk hier gleich sein. Was willst du sagen? Ich habe gerade Angst. Ich habe auch total, also übertrieben viel Angst. Aber ja, wir müssen... Wir werden immer viel drüber laufen. Also, wir können das nicht ausschließen, oder? Wo läufst du gerade hin? Ich laufe jetzt extra halt hier am Rand, dass wir es noch nicht so viel kaputt machen. Wir müssen uns jetzt einfach überlegen, können wir einen Staircase denn überhaupt bauen, ohne zu sterben? Ja, ich sag's von der Zeit her schon. Haben wir noch nicht einmal probiert, ne? Ja, doch, das geht. Dann machen wir das. Dann lass uns jetzt nochmal nach links einbiegen. Wir müssen zwei Stück machen am besten, ne? Also ich würde zwei Stück machen. Der rechts davon ist, der darf nicht bis zur anderen Seite... Pass auf! Ja. Der darf nicht bis zur anderen Seite sich durchbauen, sozusagen. Das ist das Ungeilste, dass hier eine Spinne ist, ne? Ja, das stimmt. Oh Gott. Das fühlt sich sehr schlimm alles an, ne? Es fühlt sich ganz schlimm an. Oh, Bro, ich weiß nicht, ob überhaupt zwei Spitzhacken dafür reichen, ne? Darunter, auf der anderen Seite wieder hoch. Wir wollen einfach mal hoffen, dass der Strong auf Höhe 30 ist, Stegi, ne? Ich möchte mich jetzt eigentlich auch ungern umdrehen und sehen, was da hinter uns ist. Ey, wir hätten auf dir Spitzhacken gehen sollen. Ja, stimmt schon eigentlich. Warum haben wir das nicht gemacht? Eigentlich hast du recht. Ich kann aber auch jeder... Also, wir haben einen Joker noch, ne? Oh Gott, was ist jetzt? Runter, wir müssen runter. Und jetzt? Oh, nach weiter vorne. Ja? In dir drin. Oh Gott, jetzt überall Gravel. Ich bin jetzt auf 30. Ich gehe jetzt auch weiter runter einfach. Ich hab mich gerade so gerettet gerade. Oh, das war so gefährlich gerade. What the fuck? Ich glaube, dass dieser Stronghold noch nicht ist, oder? Ich sag, wir werden gleich sehen. Also, seit dem Update können ja Strongholds auch noch weiter unten sein, ne? Aber wenn wir jetzt weiter in Richtung Norden gehen, irgendwann graben wir uns auch in Richtung von einer Bedrock-Wand, ne? Ich glaube, ich war zu greedy. War doch nicht so greedy. Es ist gar nicht da bei mir gerade. Deepstead, oh mein Gott, weil Deepstead länger dauert abzubauen. Ja, und ich war greedy für Diamant gerade. Ich gehe von 0 wieder hoch jetzt. Ich versuche hochzukommen. Ich guck's mir noch an, ich bin minus 8. Nein, wir müssen auf Diamant-Spitzhacken gehen. Real Talk, wir brauchen schnellere Spitzhacken. Das geht nicht. Wenn wir unter 0 gehen, dann ist vorbei. Ich bin unter 0 gerade, ne? Aber es ist halt krampfig gerade. Du musst echt aufpassen, bitte nie nach links einmal gehen mit deiner... Ich gehe nur nach rechts. Ja, wobei, ich muss auch hoch. Du musst hoch, wir müssen beide hoch. Wenn wir hier lebendig rauskommen, dann haben wir was geschafft. Wir haben gut riskiert, wir haben noch 13 Enderaugen, aber wir gehen auf einen anderen Stronghold. Ich hab Gravel vor mir. Holy shit. Gravel ist so gefährlich bei mir jetzt. Wenn ich einen Joker machen soll, sag Bescheid. Im Notfall immer noch besser als bevor wir sterben. Ich lauf nach unten, was bringt's mir jetzt? Das ist ganz doof. Hä? Mich hat er eingeholt. Wie? Oh, war das vielleicht ich? Das musst du... Ich bin tot, Stegi. Nein! War das ich? Oh Gott, das könnte ich gewesen sein. Hast du mich... Ich glaube, ich habe dich gekillt. Hier oben, da oben ist er. Alter, guck mal nach oben, ey, wie das denn aussieht. Unmöglich, Bro. Also, welcher Verrückte würde da reingehen, sich hier runterbauen und dann denken, alles klar. Alter, die Challenge in der Theorie, das checken wir erst später, das ist ja so gigaschwer, weil du den ja erst suchen, locaten musst. Und dann ist es halt entweder ein links davon, rechts davon. Wenn wir zu zweit das Ding suchen, es ist so schwierig. Es ist unfassbar schwierig. Ey, aber Stegi, eine Sache kann man auf jeden Fall festhalten. Das ist eine ultra krass schwierige Challenge. Die nochmal zu probieren, wäre, glaube ich, sehr, sehr, sehr krass. Also, dass wir es überhaupt 4 Stunden lang in dieser Challenge überlebt haben, in diesem Try. Und wir sind dem Stronghold sehr, sehr, sehr nahe gewesen. Wir werden das irgendwann ins End schaffen. Aber man muss sich natürlich krass vorbereiten. Lasst auf jeden Fall ein Like da, schaut bei Stegi vorbei und abonniert unsere Kanäle. Danke fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.